herzlich willkommen. Mein Name ist Sarah und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen Video rund um das Thema Schmerzen an der Kniescheibe bei Sport oder auch nach Sport. Was kannst du dagegen tun? In den vorherigen Videos ging es schon um die Themen Ursachen. Es ging darum, wie findest du selber raus, was ist dein Problem und wie kannst du was machen, wenn du muskuläre Verkürzungen hast. Das haben wir alles schon abgearbeitet. Jetzt geht es darum zu gucken, wenn die Muskulatur nicht richtig aktiv ist, vor allen Dingen heute das Thema Hüftmuskulatur, was kannst du tun? Das heißt, welche Übungen sind für dich vielleicht geeignet, um da zunächst die Muskulatur überhaupt erstmal aufzuwecken und dann aber auch ein bisschen Kraft zu generieren. Und damit legen wir direkt los. Die erste Übung, die ich dir zeigen möchte, ist eine Übung zur Aktivierung und später dann auch Kräftigung der Hüftaußenrotatoren. Das heißt, die Muskulatur, die hier im Gesäß liegt. Und wenn ich jetzt das Bein in der Luft habe, auf der Seite liege zum Beispiel, dann dreht die das Bein nach außen. Ja? Aber wenn ich eben stehe oder gehe oder springe, auf dem Bein lande, dann ist diese Muskulatur ganz, ganz wichtig, um die Beinachse zu stabilisieren. Das heißt, dass der Oberschenkel nicht nach innen dreht, dass das Knie gerade bleibt, es nicht zu diesem X-Bein kommt, über das wir schon gesprochen haben. Dementsprechend hat diese Muskulatur eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und deswegen ist es auch so wichtig, die zu aktivieren. Das will ich dir einmal zeigen. Ich finde, da gibt es eine ganz schöne Übung für. Die macht man am besten in Seitlage und zwar folgendermaßen. Ihr legt euch auf die Seite. Die Knie sind ungefähr 90 Grad gebeugt, ja, die Hüfte ist ungefähr 45 Grad gebeugt und was ihr jetzt macht, eine Hand am besten ans Becken, weil mir ist ganz wichtig, dass das stabil bleibt. Und was ihr dann macht, ist, Füße liegen aufeinander, die bleiben auch da und das Knie hebt nach oben an. Wie so eine Muschelschale, die auf und zu geht. Ja. Wichtig dabei ist jetzt, dass wirklich nur das Knie anhebt, der Fuß bleibt liegen und auch das Becken bleibt stabil. Das heißt, ihr kippt nicht nach hinten und nach vorne, dann holt ihr das alles nur aus dem Rücken, sondern wo die Bewegung herkommt, ist wirklich aus dem Knie nach oben, also aus der Hüfte, das Knie bewegt nach oben und unten. Hier ist alles stabil. Ihr könnt dazu vielleicht auch den Bauch ein wenig anspannen. Das hilft oft, um hier ein bisschen stabiler zu sein. Und die Hand hier hilft eben zu merken, ob ihr hier nach hinten oder nach vorne kippt. Wichtig ist dabei, dass ihr merken solltet, dass es hier in der Gesäßmuskulatur anfängt zu ziehen oder zu brennen. Das heißt, da muss das anstrengend sein. Wenn das nicht hier anstrengend ist, sondern irgendwo im Rücken, dann macht ihr irgendwas falsch. Meistens ist es dieses Kippen nach hinten und nach vorne. Ihr solltet davon circa 3x 15 bis 20 Wiederholungen schaffen können. Ja? Und das macht ihr natürlich auf beiden Seiten. Das heißt, auch die gesunde Seite profitiert natürlich davon. Wenn das für euch einfach ist, ja, und ihr sagt, das stört mich ja gar nicht, ist überhaupt nicht anstrengend, dann könnt ihr, und dann sind wir schon beim Thema Kräftigung, so ein Tube, so ein Loop dazu nehmen. Das ist ein Theraband, das einfach rund ist. Das kennt man mittlerweile, glaube ich, ganz gut aus dem Sport. Gibt es von verschiedenen Herstellern. Falls ihr nur ein normales Theraband habt, macht einfach einen Knoten rein, dann habt ihr auch einen Loop. Ja? Das ist die erste Übung, die ich euch ans Herz legen möchte, um die Gesäßmuskulatur zu aktivieren und dann auch weiter zu trainieren. Die zweite Übung, um die es mir geht, ist eine Übung zur Aktivierung der Hüftstrecker. Das heißt, die Muskulatur, die euch natürlich auch im Gehen und im Laufen nach vorne bringt. Die ist ebenfalls ganz, ganz wichtig, um die Hüfte zu stabilisieren und da es jetzt erstmal um die Aktivierung geht, bleiben wir da auch auf der Matte. Das ist was man super auch zu Hause machen kann. Das heißt, ihr legt euch erstmal auf den Rücken. Und was ihr in Rückenlage dann eben macht, ist, ihr geht in das sogenannte Bridging. Also man macht eine Brücke. Das heißt, über die Gesäßmuskulatur wird die Hüfte gestreckt. Das Becken wird nach oben gebracht und wieder nach unten. Das heißt, auch hier müsst ihr merken, die Anspannung liegt hier im Gesäß und vielleicht auch hier hinten in der Oberschenkelrückseite. Oberschenkel sind dabei parallel, das heißt, ihr macht kein X-Bein und kein O-Bein und ihr drückt euch gerade nach oben hoch bis in die Parallele und wieder zurück. Ja? Auch da wieder 15, 20 Wiederholungen, drei Durchgänge. Und wenn das gut klappt und ihr sagt, puh, ist überhaupt nicht anstrengend, dann könnt ihr das auch einbeinig machen. Ja, entweder ihr fangt erstmal an mit abheben, ein Bein anheben, wieder abstellen. Wichtig ist mir dabei jetzt, wenn ihr das Bein anhebt,
dann kippt nicht euer Becken nach unten runter. Ja? Das ist verboten, weil dann könnt ihr es wirklich wieder nicht halten. Sondern das Wichtige ist wirklich, ein Bein anheben, Becken bleibt stabil oben. Okay? Ganz wichtig. Ihr könnt das natürlich, wenn das schon deutlich euch auch leicht fällt, dann könnt ihr eben auch von hier runter und wieder rauf gehen. Dann wird es noch mal eine Nummer schwieriger. Das sind aber Steigerungsstufen. Ja? Das heißt, das ist nichts, womit ihr anfangt, sondern ihr solltet wirklich die 15 bis 20 Wiederholungen, drei Durchgänge gut durchführen können, sodass ihr sagt, ja, das war jetzt anstrengend, aber im letzten Durchgang, ich schaffe noch alle 15 oder alle 20. Wenn das so ist, dann braucht ihr die nächste Stufe und dann geht ihr einen Schritt weiter. So, das waren meine zwei Übungen zum Thema Hüftmuskulatur. Was kannst du tun zur Aktivierung und zur Kräftigung dieser Muskelgruppen? Wenn du dazu Fragen haben solltest, wenn dir irgendwas unklar ist oder du eine Anregung hast, vielleicht auch für eine andere Übung, die du schon gesehen hast, hinterlass mir gerne einen Kommentar. Ich werde darauf antworten. Ansonsten, wenn du weiterhin gerne Informationen bekommen möchtest rund um das Thema Bewegungsapparat, Beschwerden, was kann ich tun, um besser zu werden, dann abonniere gerne meinen Kanal.